immer in Vorbereitung dieses Gesprächs haben heute Mittag Caroline Büchel und ich telefoniert. Und da haben wir uns mal die Umfragewerte angeguckt. Ganz schön, die liegt so bei so 26, 28%. Aber so richtig doll ist das auch nicht, muss man sagen. Und wenn man die Leute draußen fragt, oder Forsa hat das ja neulich gemacht, welcher Partei sie zutrauen, die anstehenden Probleme des Landes zu lösen, sagen 70% Spitzenwert keiner. Also auch nicht euch. Also bevor es jetzt so schmusig wird, was ist da los? Naja, man muss natürlich schon auch sagen, klar sind wir jetzt noch nicht sozusagen am Ende aller Mobilisierung angekommen und haben da noch Luft nach oben. Aber ich will mal deutlich sagen, Friedrich Merz kann schon auch eine positive Zwischenbilanz ziehen, jetzt nach nicht mal ganz einem Jahr Parteivorsitzender. Wenn man mal sieht, von wo wir kommen, diese krachende Wahlniederlage letztes Jahr, eine Partei, die nicht wirklich geeint war, da hat er jetzt wieder Führung reingebracht, da hat er jetzt Ordnung reingebracht. Und da muss ich schon sagen, das ist wichtig, da sind wir gut aufgestellt, die Fraktion hat sich gut sortiert, in der Partei machen wir jetzt dasselbe und deswegen bin ich da optimistisch, dass es auch wieder weitergeht. Aber man muss natürlich auch selbstkritisch sein. Ich meine, wir haben jetzt auch 16 Jahre regiert, haben in 16 Jahren auch nicht alles richtig gemacht und da gehört, ja, naja, klar, ich, Untertreibung der Woche, würde ich mal sagen, nein, aber ich Andi. glaube, das muss man schon auch sagen, gehört doch objektiv auch dazu. Also wenn man sich fragt, wieso sind die Umfragewerte der Union so, wie sie sind? Da muss man natürlich auch sagen, die Leute sehen, im Land gibt es gerade erhebliche Probleme und die Leute sehen auch, da hat auch die Union eine gewisse Mitverantwortung. Aber ich sage trotzdem, das Hauptproblem ist, ich kann auch dieses Gejammer von der Ampel nicht mehr hören, die ganze Haushaltswoche lang, ja, die letzten 16 Jahre und wir räumen jetzt auf, was ihr uns eingebrockt habt. Das Problem sind tatsächlich eher die letzten 16 Wochen. Die letzten 16 Jahre sind nicht schuld dran, dass die sich nicht einigen können, wie es mit Kernkraft weitergeht. Die sind nicht schuld dran, dass die hier diese Sozialreform zurückdrehen wollen zur Selbsttherapie der SPD. Und die letzten 16 Jahre sind auch nicht schuld daran, dass in der Ampel Vielstimmigkeit ist und der Scholz für keine Ordnung sorgt. Das haben die selbst zu verantworten. Und das werden wir auch ganz klar ansprechen.